Die virtuelle Radsportwelt erlebte ja in den letzten Jahren einen riesigen Boom. Gerade in der aktuellen Zeit gab es nochmal einen richtigen Aufschwung für die virtuelle Radsportwelt. In dieser virtuellen Radsportwelt gibt es auch sogenannte Indoor-Profis. Und ich wollte jetzt auf der Trainingsplattform BeCool mal herausfinden, in einem Duell, was diese Indoor-Profis überhaupt so können. Also wie schon gesagt, habe ich ein paar Indoor-Profis zum Duell herausgefordert. Genauer gesagt, die Jungs vom ersten virtuellen Radprofi-Team überhaupt, vom Team Canyon Esports. Philipp hier vom Canyon Esports Team und an den habe ich ein paar Fragen, denn der kennt sich in Sachen E-Racing mit Sicherheit ein bisschen besser aus wie ich mich. Meine erste Frage wäre, wie bist du überhaupt zum E-Racing-Sport gekommen? Ja, also da geht es mir, glaube ich, wie vielen anderen auch. Das war einer dieser Winter, wo man sich eine Alternative suchen wollte zum grünen Indoor-Training mit nur auf die Wand starren oder mal raus im Regen. Und da wurden diese Indoor-Plattformen zeigt gerade richtig groß, virtuelle Rennfahren auf Swift und dann auch auf anderen Plattformen. Und dann war man ganz schnell von diesem Button infiziert und ist ein, zwei Rennen die Woche gefahren, hat gemerkt, das bringt aber auch fürs Training was. Und dann ist man dabei geblieben. Und in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das Ganze immer weiter professionalisiert und dann fängt man an, sich wirklich darauf gezielt vorzubereiten, hat so eine Winter-Swift-Saison und das Ganze wird immer größer und ist jetzt so seine eigene Disziplin geworden und ist für mich auch echt eine Leidenschaft. Also ich sehe schon, du hast, wie du es schon gesagt hast, eine richtige Leidenschaft fürs E-Racing, die ihr aufgebaut. Meine zweite Frage wäre, was ist für dich so der größte Unterschied in Sachen Training zwischen einem Straßenradprofi und einem E-Racing-Profi? Also die Intensität, der Anteil der Intensität vor allem ist generell höher als bei einem klassischen Straßenprofi. Wir haben halt deutlich kürzere Wettkämpfe, 45 bis 60 Minuten und dementsprechend trainieren wir darauf auch hin. Das ist ein bisschen mit Cyclocross vergleichbar. Man trainiert halt ein, zweimal Intervalle die Woche, wo man wirklich versucht, sich noch in diesem Schwellenbereich zu verbessern. Dann fährt man ein, zwei Rennen vielleicht, wo man sich spezifisch auf diese Rennen vorbereitet, weil die halt wirklich sehr kurz und sehr knackig sind und da braucht man einfach diese sehr gezielte Fitness für. Und dann, wenn man auf unserem Level unterwegs ist, versucht man natürlich trotzdem einmal die Woche Grundlage zu trainieren. Wirklich diszipliniert, vielleicht mal zwei Stunden statt draußen, wenn schönes Wetter ist, auch im Winter mal drei, vier Stunden Grundlage fahren, einfach wirklich stetig und sich auch diese Fitness so ein bisschen holen. Das gehört einfach dazu, um Allround-Athlet zu sein. Aber wir trainieren vermutlich schon fünf, sechs, sieben Stunden weniger als so der klassische Straßenprofi. Hört sich auf jeden Fall gut an. Wir wünschen dir viel Erfolg bei den kommenden Events und natürlich auch weiterhin viel Spaß hier bei GCN auf Deutsch. Und dann sehen wir uns vielleicht mal bei dem einen oder anderen E-Racing-Rennen dann von Angesicht zu Angesicht, wenn das wieder möglich ist. Das wäre super und vielen Dank. Ciao. Ciao. Wenn die Form, beziehungsweise in meinem Fall die Beine, nicht mehr ganz so gut sind wie früher, braucht man halt teilweise schon mal ein Team. Wen habe ich jetzt an meiner Seite für das heutige Rennen hier auf der BeCool-Plattform? Ich habe aus England Conor Dunn und aus Frankreich den ehemaligen Cofidis-Radprofi Loïc Chetou. Der gute Marione, der lässt mich ja heute mal wieder im Stich und genau dann, wenn es um die Bourse geht. Aber ja, nichtsdestotrotz, wie schon erwähnt, wird das heutige Duell auf der Trainingsplattform BeCool stattfinden, die ich hier hinten auch schon geöffnet habe. Ich benutze diese Trainingsplattform zum ersten Mal überhaupt, aber da muss ein bisschen was an mir vorbeigegangen sein in den letzten Monaten, denn die Trainingsplattform BeCool hat doch einiges an Aufmerksamkeit erhaschen können in diesem Jahr. Denn Anfang diesen Jahres wurde auf der Trainingsplattform BeCool die Flandern-Rundfahrt ausgetragen, die ja wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt werden musste. Hier ging der Sieg in 43 Minuten an Craig van Avermaet, der in den 43 Minuten im Schnitt 434 Watt getreten hat. Er gewann vor Oliver Nasen vom Team Arche Désert La Mondiale und Nicolas Roach vom Team Sunweb. Also da ich die Plattform BeCool zum ersten Mal benutzen werde, wird es wahrscheinlich auch da draußen Leute geben, die zum ersten Mal mit BeCool in Berührung kommen. Deswegen möchte ich euch, bevor das Duell GCN vs. Canyon Esports Team stattfindet, mal erklären, um was es sich bei BeCool überhaupt handelt. Klar, es ist ein virtuelles Radsporterlebnis für zu Hause auf eurer Rolle oder einem Smart Trainer. Hier kann man sich quälen und pushen,
und gegen viele Radsportler aus der ganzen Welt antreten. Und nicht nur das, sondern ihr könnt euch auch mit den Radprofis dieser Welt messen. Am realistischsten ist das Ganze natürlich auf einem Smart-Trainer, wie zum Beispiel der hier von Wahoo, aber es gibt ja einige verschiedene Marken da draußen auf dem Markt. Jeden Tag gibt es auf Bicool Live-Radrennen und das Coole daran ist, dass diese oftmals auf den Strecken der größten Radrennen dieser Welt ausgetragen werden. Angefangen mit dem Flechwallon, Paris-Nizza oder bis hin zu Etappen der Deutschland-Tour. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass ihr eure eigene Session plant auf eurer Lieblingsstrecke. Wer jetzt mal aber was ganz anderes ausprobieren möchte, der kann bei Bicool auch auf die Bahn gehen unter dem Bereich Velodrom. Vielleicht werdet ihr dann sogar noch zu wahren Bahnspezialisten, wie zum Beispiel Maximilian Levy. Was ich bei Bicool auch noch cool finde, ist, dass man einige Strecken fahren kann, die man vielleicht sogar selber schon mal gefahren ist. Sei es hoch zum Col de Tourmalet oder eine schöne Runde durch den Bayerischen Wald oder vielleicht einfach nur eine gechillte Stadtrunde durch meine Heimatstadt Frankfurt. Was ich natürlich auch nicht vergessen darf zu sagen ist, dass es bei Bicool natürlich auch einen Avatar wie diesen hier gibt. Hier ist es so, am Anfang sind die Möglichkeiten noch ein bisschen limitiert in Sachen Design und Material, aber umso höher euer Level wird, umso mehr Möglichkeiten habt ihr, an eurem Avatar herumzubasteln in Sachen Design und logischerweise auch Material. Mein Avatar hier hat natürlich schon das perfekte Design bzw. Kit an, in dem Fall das GCN-Kit. Ich habe mich jetzt schon mal 10 Minuten warm gefahren, denn jetzt heißt genug geredet und wir machen uns an das angekündigte Duell. Wir stehen heute hier auf der ersten Etappe der Deutschlandtour aus dem Jahr 2019. Genauer gesagt müssen wir 19,8 Kilometer zurücklegen, wobei 207 Höhenmeter überwunden werden müssen auf dem Weg nach Halberstadt. Während dem gesamten Rennen stehe ich in Kontakt mit den Jungs von GCN, damit wir im Rennen taktisch agieren können, wenn wir das müssen, denn wir wollen uns ja nicht geschlagen geben gegenüber den Jungs vom Canyon eSports Team. Bevor es jetzt gleich mit Vollgas losgeht, möchte ich noch etwas zur heutigen Punktevergabe sagen. Hier haben wir uns bei GCN ein ganz einfaches Punktesystem ausgedacht anhand der 8 Starter. 8 Punkte für den Sieger bis runter auf einen Punkt für den 8. Platz. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt an das Rennen und ich hoffe natürlich, wir schlagen die Jungs vom Canyon eSports Team. Dann... Jano! Okay. Goodbye, guys. Okay, we started. Yeah. 20 kilometers to the finish. Let's see how we go. Okay. We are 3 kilometers in, guys. 17k to go. Come on, Connor, come on. Allez, les gars. Okay. Let's do it seriously now. So, best team wins, anything works, okay? Let's go now. What are we fighting for, Connor? For the golden pineapple or what? 6 points for the win, 5 for second, 4 for third, down to 1 for sixth. So, all the points count. So Ollie and Charlie have finished. Lionel's just coming to the line. And then, unfortunately, Team GCN in its entirety have to get to the finish. Guys, we've been absolutely well and truly beaten.
Can your knee sports are cooling down and the entirety of Team GCN is still out on the race course. Ah, Bjorn, Bjorn's finished. Next one. You well and truly beat us. You took 6 points, 5 points and 4 points, so basically the top three positions. So I think it's kind of fair that you're undisputed winners. But thanks so much for taking the time to join us on this race. It's a pleasure to ride with you all. And I think myself and the rest of Team GCN have a lot of work to do. Das war's jetzt von mir. Ihr könnt jetzt nochmal das Ergebnis auf euch einwirken lassen. Ich muss jetzt nur noch eins machen, und zwar mich von der heutigen Niederlage erholen, gegebenenfalls mit einem schönen kalten Bier, natürlich alkoholfrei oder vielleicht auch nicht. Mal schauen, was der Mario so da hat. Und natürlich eins, ich muss unbedingt duschen, denn ich bin batschnass geschwitzt. Dann danke fürs Zuschauen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über ein Like freuen, auch wenn wir heute verloren haben. Und für weitere coole Videos abonniert jetzt unseren Channel GCN auf Deutsch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!